Also ich habe gestern ganz gechillt mit John und Basti, ein paar Runden Cold War gespielt, ein paar Schneeengel gemacht, dies, das, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir den Gegner gesehen, der eine Waffe benutzt hat und uns so hart gemeldet hat. Aber wir selber haben diese Waffe noch nie benutzt, also dachte ich, ich heb sie mal auf. Nice, brenn nicht mehr. Ich hab ihn hier in dem Headlitch. Links, von dir, Basti. Nice, good call. Hinter dir auf B. Von unserer Seite auf B. Die Haupt, oder? Die hat sich so gut angefühlt. Aber es ist nicht Sputz. Aber ja. Oh mein Gott, ich liebe diese Waffe jetzt schon. Alter, Alter, Alter. Oh nein! Und danach wussten wir ganz genau, was wir zu tun hatten. Wir brauchten alle eine O-Klasse. Weil er halt einfach so dumm rumslägt, Digga. Ich bin viel zu heiß gerade. Es ist zwar 5 Uhr morgens so, aber ich kann nicht offen gehen. Ich bin so süchtig. Oh mein Gott, jemand hat mir so einen Arsch gerettet. Digga, mit Shotgun. Ich bin so One-Shot, aber ich bin so gierig nach Kills, dass ich trotzdem einfach alles pieke und pushe. So ein dummer Tod, so ein dummer Tod. Die Idioten. Ja, alles Bombe A, alles Bombe A, nein. Ja, okay, war AB, also war Ding AUG. Ich wundere mich, wieso es so schnell down war. Ich höre, das ist echt nicht nice, wenn die andere spielen, ne? Das ist echt nicht schön. Ja, wir haben, Triple Cap ist scheiße. Gameplay, wann das Gameplay abgeht, wann das Gameplay lange ist ohne Tod, Digga, da kann ich immer schon herausfinden, okay, was ist ab, was geht ab, was ging ab, wie lange bin ich am Leben. Das passt schon. Jinju, Ju, er hat uns so die Runde kaputt gemacht, dieser Sweater, Digga. Er hat sie uns so kaputt gemacht. Wir hatten uns beide aufs Streak geholt, wir hatten beide Nuke gemacht, so eine Bro-Flair. Nein, die Waffe ist, nein. Ich schwör bei Gott, nein. Nein, das passiert nicht, ich schwör. Gut! Ich bin so süchtig, Digga. Nein, ich bin so süchtig. Ich kassiere so Timing von Raymond. So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie ihr gerade eben schon gesehen habt, ist die AUG in Cold War ein absolutes Biest, okay? Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich bei den ARs hängen geblieben, weil ich ja erstmal Diamant ARs haben wollte. Aber als ich dann gehört habe, dass die AOG so hart am Shredden ist, Bro, konnte ich einfach nicht anders, außer sie ausprobieren. Und dann ist ganz schnell aus ein paar Mal Spielen Level 43 geworden. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Wirklich, die Waffe ist einfach nur Liebe. Ich wollte euch jetzt nur einmal ganz kurz meine Aufsätze zeigen, bevor das Video losgeht, Leute. Also, ich spiele die AOG mit dem Einsatzteamlauf. Mit dem ruhigen Handlaser, mit dem 45-Schuss-Trommelmagazin, mit dem Tempo-Tape-Griff und mit dem Marathonschaft. Das ist auf jeden Fall meine Klasse, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Probiert diese Waffe aus, bevor sie genervt wird. Ein absolutes Burst-Monster. Es macht einfach nur Spaß, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr Bock auf mehr Cold War-Content habt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Leute. Ja, Digga, der fliegt vom Fenster aus. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh. Oh ja, oh nein. Oh, das war wunderschön, Bro. Das wird so safe kill cam. Wenn nicht, dann bin ich echt trauriger Iraner. Ich glaube, in den darauffolgenden Wochen halt. So ein, zwei Wochen vielleicht später. Okay. Uff, oh mein Gott, hör auf. Das war echt nicht cool, was ich da gerade eben gemacht habe, Mann. Oh Mann, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bro, wird einfach mein ganzes Road to Dark Matter nur auf dieser Map hier stattfinden, Digga? Ich werde halt nichts anderes spielen, so, weißt du? Ja, Nuketown hast du halt noch, ne, Bro? Bro, wie, Chat, wie ist er an mir vorbeigelaufen? Sweet. Du hast definitiv schon ein Studium abgeschlossen auf der Map. Oh mein Gott.
Bro, ich hätte einfach noch weiter bursten müssen, wirklich. Rebel, ich küsse dein Herz. Hast du ihm einen kranken Turner gegeben? War schon gerät, könnte man das nennen. Oh Mann, wie sterbe ich da? Ach, schade, Alter, der letzte, den hätte ich auch noch bursten müssen. C-Spawn macht aber auch echt Spaß mit der ABR, muss ich sagen. Oh mein Gott. Das war echt nicht cool gerade von mir. Keine Chance. Oh mein Gott, nein, hör mir auf. Gönn ich ihm auch. Bro, ich gönn's ihm auch so sehr, Digga. Wirklich, es sei ihm so gegönnt. Hoffentlich erstickt er an der scheiß Kriegsmaschine. Oh mein Gott, Stream, da sieht man, glaube ich, wie ich ihn die ganze Zeit hops nehme. Bro, die ABR ist wirklich so Sex, Mann. Einfach nur purer Sex, Alter. Heilige Scheiße. Bro, wie kann eine Waffe einfach so verdammt geil sein? Wirklich, ich verstehe es nicht. Na, natürlich wusstest du das, Bro. Also für alle, die gerade on sind und noch vielleicht irgendwie eine halbe Stunde weiterzocken wollen und gerade sich einmal ganz kurz den Snack machen, bleibt lieber on, Leute, ne? Nicht, dass ihr nicht später wieder nicht reinkommt. Oh mein Gott, ja. Nein! Boah, ich mach gerade auch so viele Kills, wirklich. Ich weiß gar nicht. Ich gehe gerade gar nicht so rein. Ja, ich muss sagen, dass mich das ist deine Runde gerade. Auf der Map gefällt mir schon wesentlich besser. Als wenn wir 5-6 Mann Party die ganze Zeit hätten. Das ist alles am Ende wohl Geschmackssache, wa? Beide Waffen sind Burst und beide Waffen sind gut. Aber ich find's krass, dass wir überhaupt die Auswahl haben zwischen beiden. Bei so Burstwaffen, also dass wir eine M16 und eine AOG haben, das ist einfach schon wirklich Deluxe Edition. Wie BO4, Swordfish und ABR, aber da haben mich die Rackern sowieso nicht gejuckt, weil Snipen halt einfach. Aber hier ist wirklich ein anderes Level, wie gut die sind. Ja, das ist echt krass einfach nur. Ach ja, Bro, wirklich. Vor allem, wenn du mit der ABR Headshot gibst, ne? Bro, er hat zweimal Kriegsmaschine, steht 41 zu 42. Er hat sich selber umgebracht mit Kriegsmaschine. Bro, wenn ich hier einmal eine Streak einpacken würde, ne, so, dann würden die gar kein Land mehr sehen. Aber ich spiele halt mit Non-Lethals die ganze Zeit. 79 Kills. Ich glaube, so viel habe ich hier noch nie gemacht. Aber am Ende habe ich reingechoked. Imagine, ich dachte schon, wie kann das sein, dass ich nicht die Abschusskelle bekomme. Was von den meisten Kills hier? Hast du denn schon mal ein 100 plus Non-Lethal hier gemacht? Nee, Non-Lethal habe ich noch keinen. Ich habe 95. Okay. Ja, dann bin ich ja eigentlich mit 79 ganz gut dabei, Digga.